hallo und herzlich willkommen bei Müllers Grillmeister. Ich freue mich heute wieder einen Gast bei mir zu haben. Ich bin der Arnold, hi, und wir grillen heute mit euch einen guten Curry aus dem Dutch Oven. Unser heutiges Gericht benötigen wir grob geschnittenes Putenbrustgulasch, Pfeffer, Salz, Kartoffeln, frisch gepressten Zitronensaft, Aprikosen, Kohlrabi, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Zimt, Ingwer, Öl, rote Thai-Currypaste, Weißwein und Mehl. Hier unseren Dutch Oven vorgeheizt. Jetzt braten wir die Zwiebel, den Ingwer, den Knoblauch und die Currypaste an. So, jetzt hat die Zwiebel und der Knoblauch schöne Bräune hier. Wir machen das Fleisch dazu. So, jetzt geben wir Salz, Pfeffer und Zimt hinzu. Wir drücken jetzt alles gut an. Und jetzt geben wir noch Kohlrabi und Karotten dazu. Die Kartoffeln kommen auch noch in den Topf. Die Aprikosen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Frisch gepresster Zitronensaft. Und zu guter Letzt kommt noch der Weißwein hinzu. Und immer darauf achten, dass alles schön bedeckt ist. So, jetzt schließen wir unseren Dutch Oven. Geben oben auf den Deckel noch Kohlen drauf. Und lassen wir es noch ungefähr 2 Stunden ziehen. So, wir haben jetzt zwischendrin noch mal ein paar Kohlen nachgezogen. Jetzt haben wir es so 2 Stunden hier stehen gehabt. Das sieht eigentlich wunderbar aus. Das stelle ich mir da mal rein. Also gut ist das jetzt, wenn man unten reinsticht und man merkt, das Fleisch unten drin ist weich und gleitet gut von der Gabel. Das ist jetzt hier der Fall. Wir nehmen es gleich runter. So, dann probieren wir das Ganze mal. Was meinst du? Mega lecker, butterzart. Eine wahre Empfehlung. Leichte Schärfe, gell? Guter Geschmack auf die Zunge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachgrillen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Und wir sehen uns. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Müllers Grillmeister. Ach, hi, ich bin der Arnold und ich... Du warst halt gesprochen.
Normal. Ich bin der Arnold, hallo. Und heute kochen wir mit euch ein Grillen.